Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Unreal Return to Napali. Wir sammeln jetzt das Upgrade ein. Kommt so ein Stab da in der Mitte rausgefahren. Und jetzt haben wir schon Waffe Stufe 3. Warte mal, 1. Ja, noch 3. Wir können jetzt quasi schon das Level verlassen, glaube ich. Aber ich möchte euch nochmal kurz was zeigen, was ich lange Zeit selber nicht wusste. Nämlich die Razor Jack hat ja die zwei Funktionen. Nämlich die hier. Wenn ich so, warte mal, ich zeige es mal an der Wand. Das ist natürlich gerade keine gerade Wand zur Nähe. Warte mal, der eigentliche Witz ist halt, dass die jetzt so an der Wand lang fährt, so quasi. Dachte ich immer. Dass sie jetzt, kann ich blöd zeigen, aber dass sie so halt an der Wand so bleibt. Weil die eigentliche Funktion ist, dass man, wenn ich jetzt schieße, das auch mit der Maus steuern kann. Genauso wie der Raketenwerfer. Das wusste ich gar nicht. Und halt, dass die so schräg ist, dass sie irgendwie wo cooler sein soll. Aber egal. Die Waffe ist eh scheiße, ich mag die nämlich nicht. Oh mein Gott. Ich gehe nochmal saven und dann gehen wir raus aus dem Level. Ich glaube, hier dürfte Levelende sein. Ja, wir haben alles, was wir wollen. Oh ja, vielleicht hätte ich nochmal... Na egal. Hören wir was? Natürlich nicht. Arschloch. Warte mal, dann versuche ich nochmal kurz was. Ich lade mal kurz. Mal gucken, ob er jetzt was sagt. Und wenn nicht, dann... Naja, überspringen wir es einfach. Nö. Okay. Ich glaube, er sagt sowas wie, wir sind im Kreis gerannt, denn wir sind jetzt schon wieder in Nagomis Enge. Uah, Spinne. Okay, ja genau, wir sind jetzt hier, wo wir schon mal waren. Oh, es ist gerade so übel hell. Oder kommt mir das gerade nur so vor? Naja, ihr seht ja sowieso alles wieder dunkler, weil man bei Fraps irgendwie doof ist. Keine Ahnung. Okay, gehen wir mal vorsichtig hier lang. Ich möchte an dieser Stelle schon mal ankündigen, wir sind eigentlich schon... Oh nein, seht ihr es auch? Hihihi. Oh, er hat mich gesehen, scheiße. Wir sind jetzt eigentlich schon... kurz vorm Ende des Spiels, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Es kommt dann noch ein ganz großes Gebiet, was glaube ich ein paar Parts in Anspruch nehmen wird. Und noch ein paar Level. Dann kommen wir in so ein paar Zwischenlevel und dann schon in das letzte große Gebiet wieder. Lol, was macht der da? Seht ihr das? Der hat gerade irgendwen gekloppt. Naja. Damit mal weg. Was? Oh, du Arschkriecher. Oh, den habe ich gerade nicht gesehen. Wie viel haltet ihr denn neuerdings aus? Baller in 20.000 Munition rein. Scheißegal, ich lebe weiter. Das scheint deren Motto zu sein. Okay. Oh, ja, jetzt kommt noch einer von hinten, oder was? Denkt irgendwie in der Luft fest. Lol, was? Der hat gerade... Habt ihr das gesehen? Der hat gerade... Der hat gerade... Warte, ich erzähl's euch gleich. Och man. Stirb! Ein Schuss nur noch. Er hat gerade den hier getötet, der hier eben lag. Der war nämlich noch gar nicht tot, der hat sich nur tot gestellt. Dann hat der Sky ihn eiskalt umgebracht. Das war ja cool. Weil manchmal fighten sich die Gegner ja auch irgendwie, ne? Bisschen merkwürdig. Ich muss deren, ja, Hintergrund dabei auch nicht verstehen. Gucken. Ist hier irgendwas?
Ja, irgendwo muss hier sich auch das nächste Upgrade befinden für unsere erste Waffe. Okay, gehen wir mal ins Wasser. Zu netten kleinen Fischis wieder. Nee. Okay. Ist einfach nur Munition, die ich gar nicht brauche. Den dummen Granatenwerfer setze ich eh nie ein, den mag ich nämlich nicht. Ist nämlich total doof irgendwie. Ah, guck, da ist es schon. Ja, ich muss einfach nur von hier rauf. Früher war hier mal eine Rüstung drauf, ne? Erinnert ihr euch? Und schon gleich die nächste Stufe. Und das letzte Upgrade kommt auch schon bald. Ich weiß es gerade nicht mehr genau wo. Wenn ich ganz ehrlich bin. Was? Meine Waffe. Lol. Meine. Habe ich meine ganze Munition da eben verschossen bei. Okay, es ist aber sehr schwer, den von hinten zu treffen. Oh, er ist tot. Das ist doch mal Skill gewesen. Oh, versteckt sich hier wieder hinten einer? Nee, scheinbar nicht. Gut, wo sind wir hier genau? Ach so, von hier kamen wir. Ah ja, okay. Orientierung ist in diesem Level ein bisschen fail. Weil es irgendwie so weitläufig und so komisch ist. Okay. Ah, und guck mal, da ist jetzt. Das konntet ihr nicht wissen, aber diesen Typen ist recht witzig. Ha, tot. Okay, haben wir da noch Schaden gemacht? Nö. Oh, guck mal, da ist noch einer. Fetti. Wo hol ich den jetzt mal weg? Die halten echt verdammt viel aus. Warum hängst du denn so? Aua! Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Warum er so an seinem Leben hängt, wollte ich sagen. So, da geht es jetzt schon zum nächsten Level, weil das jetzt auf ist. Von diesem fetten, das ist ja diese einer dieser richtig dicken. Puh, voll verpixelt. Da hier lag eine Leiche und die hat davon erzählt, dass da wohl so ein richtig fetter ist. Der irgendwie, keine Ahnung, Stress macht. Den haben wir jetzt auch besiegt. Mal gucken, ob hier nicht noch was ist. Außer böse Gegner, die mich umbringen wollen. Achso, der Titan, ja genau. Jetzt habe ich den Titan vergessen. Nee, ich glaube, ich töte den Titan, weil ich möchte ja möglichst alles komplett haben, nicht wahr? Bam! Oh, voll daneben. Scheiße. Die ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht gegen den. Weil sie schön schnell schießt. Ich glaube, die macht gar nicht mal so viel Schaden. Oh. Ach, das sind wieder diese kleinen Reptilienviecher. So, wie viel gedachtest du noch auszuhalten? Fetter, hässlicher Titan. Wow, 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 wow. Ich hätte mal speichern sollen, wa? Scheiße. Warte mal, mach ich mal ganz schnell. Wow, scheiße. Wie gut, dass ich gerade gespeichert habe. Gut. So, du kriegst noch was Schönes in die Fresse. Oh, selbst das hält er noch aus. Ich will, dass er zerfällt. Nichts bringt ihn zum Zerfetzen. Okay, das merken wir uns mal. Oh Mann. Ja, hier war der Eingang zum Tempel. Können wir jetzt nochmal reingehen, wenn wir lustig wären. Das wäre natürlich idiotisch.
Ich habe doch die kleinen Viecher gehört. Sind jetzt weg. Ich finde es eigentlich witzig, dass die immer noch diese Boxen hier abwerfen. Diese UMS-Boxen, weil, naja, eigentlich sind die jetzt gegen uns. Naja, ich schätze mal, die wissen ja nicht, dass wir wissen, dass sie uns umbringen wollen. Deswegen ist es meine Befürchtung, dass sie einfach, ja, sich unauffällig verhalten wollen. Und deswegen weiterhin UMS-Boxen abwerfen. Einfach damit wir keinen Verdacht schöpfen. Ich weiß, wie man sich unaufmerksam verhält. Ich habe Death Note gelesen, deswegen. Leben brauche ich nicht. Kann man jetzt theoretisch hier nochmal reingehen? Das wäre immer total schwachsinnig. Nee, kann man nicht. Gut, den Titanen haben wir auch besiegt. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich ins nächste Level. 5 Minuten oder 4 Minuten, 4,5 Minuten müsste ich sogar noch haben. Das ist doch wunderschön. Okay, sind hier noch mehr Gegner, die es irgendwie wissen wollen oder so? Oben ist nichts. Jetzt dürfte aber was im Wasser sein, glaube ich. Yeah! Ach. Guck mal, jetzt sind hier die Boxen drin, nämlich. Die Munition, die ich nicht brauche? Doch. Brauche ich ja. Hey. So ist es für die Granaten. Ach so. Okay. Jetzt sollte hier auch nichts mehr sein. Okay, jetzt gehen wir aber wirklich ins nächste Level. Dass ich jetzt selber wirklich nur noch wenig Erinnerung habe. Ach, Mann, ey. Jetzt drehe ich mich einfach nochmal kurz im Kreis. So, und jetzt geht's los. Gucken, ich hoffe, der macht jetzt einen Log-Eintrag. Please. Ich bin von den vielen Rückschlägen schon ganz erschöpft. Immer wenn ich irgendwie weiterkam, musste ich wieder schwere Schläge einstecken. Ich weiß, ich schaffe das, aber das wird richtig hart. 2 Schritte vor, einer zurück. Mhm. Interessant. Okay, jetzt kommen wir in ein Hasslevel, muss ich mal so sagen. Nämlich in die Taridium-Gießerei. Hier schon gleich mal was zu lesen. Taridium-Verarbeitung und Verwendung. Nee, was? Veredelung? Ach, keine Ahnung. Okay. Nochmal speichern. Wir gehen jetzt ganz vorsichtig mal rein. Man hört sich schon gleich. Geht's einfach rein, Mann. Was schön ist, hier sind, glaube ich, sehr viele von den Dicken. Nur. Also gar nicht so viele richtige Scar. Boah, das war Skill. Da kommt gleich der nächste. Nächste Waffe hier. Das war doch cool. Ja, okay. Ich mag die Gießerei nicht. Ich mag sie nicht. Die ist sehr groß und sehr verwirrend wieder. Habe ich jedenfalls so in Erinnerung. Okay, da kommen wir rein. Oh, oh, die Minigun. Jetzt schon. Welche Waffe fehlt uns jetzt noch? Ach, ich weiß, welche uns fehlt. Die Bio-Waffe da, die sie mit dem Biomüll geworfen hat. Okay, hier ist böses Kraftfeld, denke ich mal. Nee, macht uns nichts. Aber wir kommen nicht rein. Da oben ist Sniper-Munition. Wahrscheinlich mit einem Rocket-Jump oder so. Die Minigun, ich hab sie vermisst. So, okay. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier mit reindrehen. Gut. Gut. Alles klar, und jetzt müssen wir eigentlich das Kraft... Oh! Alter, der hat mich gerade erschrocken. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass jetzt keiner mehr kommt.
Aber was soll's? Freunde, ich glaube, ich beende hier erstmal die Folge. Gucken wir mal ganz kurz. Okay, hier können wir irgendwas aufmachen. Wird wohl seinen Sinn haben. Das werden wir aber alles erst in der nächsten Folge erfahren. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.